Ja, und damit in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von V-Rising mit mir, dem Eagle, und mit Isabella von Garstein. Ja, im letzten Part haben wir zwei Bosse gelegt. Das war ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Also, wo war hier einmal Finn der Fischer? Junge, war der nervtötend, also richtig, richtig anstrengend. Und dann hier einmal Polora, die Feengängerin, die beschert uns jetzt hier eine ganze Menge Gartenausrüstung sowie das kleine Knoblauch-Widerstandsgetränk. Ja, mal gucken. Die haben wir gar nicht vorgelesen, ne? Polora, die Feengängerin, Stufe 38. Ein mächtiger Psychopomp oder Psychopomp, der mysteriöse spirituelle Quellen anzapft. Polora ist eine der wenigen bekannten sterblichen Verbindungen zur Feenart und wird durch ihre enge Verbindung zur Natur an den Rand der Vernunft getrieben. Ihr traumhaftes Zuhause lebt in einer einzigartigen, verzauberten Pflanzenwelt. Ja, ganz nett auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir, den Finn haben wir, glaube ich, auch nicht vorgelesen, oder? Finn ist ein legendärer Fischer von der steinigen Küste der Silberlichthügel. Beim Fischen im heiligen Wasser der Kirche der Leuchtkraft erwischt, war er zur Hinrichtung durch Ertränken im Meer verurteilt, doch er erschien aus der Tiefe mysteriöser und wundersamerweise lebendig und tauchte in den gesetzlosen Farbenwäldern unter. Cool. Ja, interessant. War auf jeden Fall extrem nervig, der Kollege. So, wir werden jetzt mal Nikolaus den Gefallenen uns vornehmen, weil der ganz in der Nähe ist hier. Wir haben ja unser Schloss quasi direkt bei seinem Friedhof. Ein Nekromant, der wegen seiner Hingabe an die dunklen Künste aus der feinen Gesellschaft in Silberlicht vertrieben wurde. Jetzt lebt er unter den Untoten und benutzt seine toten Diener, um seine Bedürfnisse zu stillen und ihm unwillige Versuchsobjekte für seine Experimente zu bringen. Sympathisch. Bringt uns einen Zauberpunkt in Unheilig, er bringt uns die Papierpresse, er bringt uns das Sortiment einfacher Kerzenständer und gefranste Läufer, Banner und Gardinen. Naja, von mir aus. Schauen wir uns das mal an, würde ich sagen. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Part schon mal erzählt habe, aber das hier heißt wohl so viel wie die zeitweilige Ruhestätte des Ewig Unsterblichen oder sowas. Irgendwie sowas in der Art war es jedenfalls, als ich nachgeschlagen hatte. Ach ja, ich habe außerdem des Weiteren nochmal offscreen ganz eine kleine Veränderung hier vorgenommen. Ich habe hier einen Raum eingerichtet hier für das Lederzeug und so weiter. Und ich habe uns eine Ledertasche gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier 7 weitere Inventarplätze. Dann haben wir hier den Forschungstisch. Da können wir noch was erforschen. Die Marodeurhose. Aha, toll. Naja, gut. Bringt uns jetzt nicht übermäßig viel, aber hey, immerhin ein bisschen was. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Ich glaube, genau, da haben wir das hier alles vom Boden und so weiter, haben wir alles abgepasst. Das passt wunderbar. Und jetzt müssen wir mal Nikolaus den Gefallenen hier suchen. Vielleicht finden wir bis dahin ja noch irgendjemanden, der besser ist hier von der Blutqualität. Ach Gott, ich hoffe, man hört das jetzt gerade nicht auf der Aufnahme, aber irgendwo draußen sind wieder Leute irgendwie am Krawall machen. Ich liebe das, ja. Weißt du, es ist jetzt Sommer, es ist so warm, dass man einfach das Fenster abends offen lassen muss, wenn man nicht ersticken will. Und wenn da wieder irgendwelche Leute gesoffen haben oder sonst irgendwie und dann anfangen rumzugrölen, dann geht das einem tierisch auf den Sack. Und ich mach das Fenster jetzt gerade mal zu, Verzeihung. Das ist ja, also wirklich, manche Leute haben echt kein Gespür dafür, was sich gehört und was nicht. Gut, da werde ich jetzt während der Aufnahme schön schwitzen, aber das hilft nichts. Ich will ja nicht dauernd das Gegröle da im Hintergrund möglicherweise auf der Aufnahme haben. Das stört und das lenkt mich außerdem ab. Und bei diesen Bossen muss ich eines, mich konzentrieren. Mich verdammt gut konzentrieren. Es ist einfach so, dieser brutale Schwierigkeitsgrad verzeiht keine unkonzentrierte Phase. Es geht einfach nicht. Deswegen mache ich das lieber jetzt noch, wo ich vergleichsweise frisch bin. Ich meine, ich weiß, zu dem Friedhof überhaupt zu kommen, beziehungsweise darauf zu kommen, kann unter Umständen ein ziemlicher Pain in the Ass sein. Ich will jetzt nur gerade mal gucken, was hier auf der Map. Gibt es hier irgendwo? Ah, in der Nähe gibt es ein paar Camps. Schauen wir mal nur kurz bei den Camps vorbei, ob es da irgendein hochwertiges Blut gibt, was man mitnehmen kann. Das wäre ganz praktisch. Falls nicht, ist auch okay, aber trotzdem, man kann ja mal probieren. So. Was bist du? 18% Schurke. Ah, okay, das ging sehr problemlos. Das ging sehr problemlos. Eieiei. Ich habe Trauerliliensamen dabei. Wo habe ich denn die her? Und einen leeren Trinkschlauch. Hm, naja, gut. Ja, wir müssen außerdem auch wieder Ungeziefersalbe herstellen. Merke ich schon. 9% Barbar, 2% Krieger.
Die sind alle nicht gut. Oh Mann. Was kommt hier? Schläger, falsche. Ah, 44%. Gut, trinken wir mal aus. 44% ist auf jeden Fall besser als 20. Gut. Den Rest ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Da müssen wir hin, ne? Müssen ja irgendwie jetzt da diesen Friedhof rein. So. Ich sehe es kommen, wir müssen uns jetzt da erstmal mühsam hochkämpfen überhaupt. Ich weiß ja, der ist ja da irgendwo auf dem Gipfel. Ja. Okay, Skelettpriester, ja? Ja, Knochen gibt's hier. Guten Tag. Ja, explodier mal. Ich nehme den ganzen Krempel mal mit hier. Warum denn nicht? So, Knochen und eventuell finden wir noch mal Ratten irgendwo. Das wäre ja auch ganz schön. Den ganzen Scheißfriedhof werde ich jetzt verwüsten. Einfach nur, weil ich es kann. Guten Tag. Easy going, Alter. Ja, doch. Also mir gefällt dieser Knochenstapel. Den habe ich mir jetzt auch schon mal eingestellt, weil ich gehe davon aus, dass der Bossgegner hier massenweise Skelette spawnen wird. Ich meine, es ist ein Nekromant. Es wäre eine Verschwendung, dem keine Totenerweckenfähigkeit zu geben. Okay, Steine. So. Also dann. Muss mal schön weitergehen hier. Oh Mann! Nerv mich nicht. Blöde Kuh. So. Okay. Hier schön alles verwüstet. Sehr schön, sehr schön. Den ganzen blöden Friedhof hier. Alles muss verwüstet werden. Ich will, dass da nachher kein Stein auf dem anderen steht. Läuft, läuft, läuft. Definitiv. Doch, muss ich sagen, diese Kombination ist relativ mächtig da. Diese Illusionsmagie zusammen mit dem Knochenstapel, da kann man schon was machen mit. Oh, hier ist eine Ratte. So, schön viele Knochen aufsammeln. Kann man alle brauchen. Noch sind wir in der Phase, wo man Knochen für sehr vieles gebrauchen kann. Na komm. Zack. Und hier nochmal.
So, lass uns mal kurz gucken. Wir haben zwei Ratten dabei. Also wir könnten noch zwei von diesen Dingern herstellen. Was haben wir hier noch? Ah! Hier ist eine Ratte. Und hier sind noch mal Knochen. Wie erfreulich. Oh, 60% Kreatur, lecker. Oh, das ist ja sehr angenehm, muss ich sagen. 60% Kreatur nehme ich gerne mit. Oh, hier liegt ja noch. Hier liegt ja noch was. Man muss sich ja nur aufmerksam umgucken. Was gibt's denn hier? Oh, oi, oi. Okay, das ist aber auch ganz geil, muss ich zugeben, hier für den Frostblitz. Aber, ah, wir nehmen mal alles mit. Wir nehmen mal alles mit. Reichweite des Projektils um 15% erhöht ist auch ziemlich fett, muss ich zugeben. So. Scheiß Laden hier. Alles auseinandernehmen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. So. Gut, gut, gut. Ich glaube, wir haben jetzt da erstmal alles zerlegt. Jetzt können wir weiter nach oben gehen. Ah. Gut, okay. Gut, jetzt aber. Überhaupt, wie sieht es denn jetzt aus mit der Herstellung? Da. Okay, wunderbar. Stellen wir nochmal 4 Stück her. Passt ja. Irgendwo geht's doch da rauf. Ah, ich glaube, ich weiß, wo es rauf geht. Da, wo wir vorhin dran vorbeigelaufen sind. No? Ja, natürlich. Hier ist die Haupttreppe. Gut. Au. Na komm. Mann, Mann, Mann. Man muss schon sagen, einige Einheiten sind echt zäh. Diese untoten Attentäterinnen sind echt zäh. Sehr gut. Wir nehmen alles mit. Scheiß, der ganze Scheiß hier. Grabstaub gibt's hier. Schön. Nochmal Knochen. Gerne. Nehme ich gerne an mich. Vollständig. Au. Oh, dieser blöde Schädel. Dass die aber auch immer so wehtun, ey. Ja, gut. Hat jetzt auch sehr gut geklappt. Gut, dann würde ich mal sagen, stellen wir noch ein paar Mal Ungeziefer-Salbe her. I am missing key ingredients. Blood sustains me. Gut. Dann schauen wir mal. Ab dafür. Ab nach oben. Da ist er ja. Der gute Mann. Lauter Skelettis hat er um sich rum. Wäre doch schade, wenn die was treffen würde, oder? Time to test my theories. Okay.
Au! Zugegeben, das tut gerade so ein bisschen weh. Ja, doch, doch, so geht's. Wow, 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 chill, chill, chill. Alter, wie viele sind das bitte? Na komm, komm, komm. Au! Scheiße. Ah, scheiße. Jetzt hat. In meiner Silberk. Na woll. Sehr gut. Na also. New knowledge acquired. Oh ja. Und wie? Boah, meine Fresse, das war jetzt aber echt ein harter Kampf. Aber, ich muss sagen, das war das beste Mittel gegen den waren eindeutig die vielen Skelette, die ich beschwören konnte. Indem ich einfach seine Skelette töte und sie gegen ihn verwende. Das war eigentlich die perfekte Gegentaktik. Doch, das hat sehr gut funktioniert. Gefällt mir ungemein, muss ich sagen. Jetzt mal kurz hier nochmal heilen. My blood. Restore my body. Dann müssen wir gerade mal gucken. Also, das hat funktioniert. Die Papierpresse müssen wir mal schauen, wo wir die dann hinbauen. In die Bibliothek, okay. Finde Fischer. Ne, da müssen wir als nächstes mal die wilde Bären hier suchen. Kodia, die wilde Bären. Diese Bärenmutter soll uralt sein. Gerüchten zufolge trägt sie eine Narbe von jedem Banditenkönig, der jemals gelebt hat. Sozusagen ein Übergangsritus für diese Position. Ihr Leben ist ein Beweis dafür, dass kein Banditenanführer jemals gut genug war, den Job zu Ende zu bringen. Klingt gut. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal abhauen. Und wir gehen jetzt mal wieder zurück. Ich meine, Knochen haben wir jetzt erstmal, glaube ich, genug geerntet hier. Ah. Aber wenn ihr noch schon so schön vorbeikommt, dann nehme ich euch noch kurz mit hier. So. Genau. So, passt mal auf. Dann werden wir jetzt nämlich einfach mal hier verschwinden.
Ja, 5% Barbar, 6%, nee, das ist es definitiv nicht wert. Nee, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diese wilde Bären finden. Im Osten soll die sein. Sehr weit entfernt, na dann. Gut. Also, was haben wir denn da? Wir haben jetzt hier jede Menge Materialien wieder da. Zack, zack. Erlesene Herzen. Das Zeug kommt alles erstmal mit hier. Wir haben tatsächlich gar nicht so viel gebraucht von der Ungeziefersalbe, wie ich befürchtet hatte. Ah, jetzt habe ich die Knochen schon weggeräumt, ich Depp. I am missing key ingredients. Klar, ich könnte jetzt noch ein paar Ratten herstellen, aber ganz ehrlich, nö. Nö. Brauchen wir nicht. Ich meine, die Frage, die ich mir jetzt nur gerade stelle, ist halt, was könnte gegen den Bären da helfen? Das ist halt die entscheidende Frage. Ah, eine Angelrute könnte man herstellen, aber nö, jetzt gerade noch nicht. Vielleicht später. Das ist halt jetzt dann die Frage. Gegen den Bären... Ich glaube, also ich gehe mal davon aus, ich erinnere mich nicht mehr zu 100%, aber ich gehe davon aus, dass wir gegen den Bären in einem geschlossenen Raum antreten werden, in einer Höhle oder so etwas. Deswegen, ja, das ist jetzt halt die Frage. Winter des Frostfeuers, nee, brauchen wir jetzt nicht. Wir könnten das hier nehmen, Phantome Aegis, nee, Schattenblitz, Frostblitz, Blutrausch. Eventuell können wir es mit der Ice Nova probieren, aber ich bin mir noch etwas unschlüssig. Alfred ist ein wenig ratlos, glaube ich. Der weiß nicht so recht, was er machen soll. Gut, dann gehen wir mal rauf. Irgendwas Neues zum Erforschen? Nein, das heißt, das kann ein Vernichter bei nächster Gelegenheit. Was kommt eigentlich so ins Alchemielager? Ach, Grabstaub kommt da rein. Okay, das ist natürlich interessant. Das müssen wir uns jetzt halt echt gut überlegen. Also erstmal packen wir das alles hier rein. Gnadenloses Kupferschwert, das kann in Verschlinger. Das auch. Dann haben wir hier noch die Samen für irgendwelche Feuerblüten und so weiter. Das kann alles da rein. Die Blutrosensamen würde ich tatsächlich erst einmal bei mir behalten. So, haben wir nochmal 20 Papierstückchen. Was machen wir da jetzt? Für die Bären. Ich meine, vom Equip sind wir auf jeden Fall gut genug dabei, was das angeht. Da können wir durchaus mithalten. Die Frage ist halt, was die kann. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Und auf Brutal, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist es ja auch so, dass man feststellen muss, dass die Fähigkeiten stellenweise erweitert sind. Also, dass die noch andere Ultis haben, bessere Ultis als die, die sie ohnehin schon haben. Deswegen glaube ich... Ich werde die Ice Nova, glaube ich, nehmen. Beziehungsweise diesen defensiven Zauber. Muss man das gerade mal angucken. Der Knochenstapel war jetzt ganz nützlich, aber... Ich glaube... Was ist das hier? Phantom EGS. Erstelle für anvisierten Verbündeten oder dich selbst ein Schild, der Schutz in Höhe von 200% deiner Zauberkraft bietet. Oh, das ist aber auch gut. Das ist höchst defensiv. In Kombination mit dem Speer könnte das nützlich sein. Wisst ihr was? Ich probiere das einfach mal. Das gehen wir jetzt voll auf Illusionsmagie, aber warum denn nicht? Ja, keine Ahnung, mal gucken. Muss ich mir jetzt dann gleich mal anschauen. Okay, Schlossherz passt soweit noch. Im Osten ist der Bär. Weit entfernt, Osten ist da. Ab dafür. Ah, in der Nähe, okay. Jetzt will ich mir nur mal kurz angucken, was dieses Ding da macht. Aha, das hält aber nicht sehr lange.
Es hält nicht sehr lange und ein Konter im engeren Sinne ist es eigentlich auch nicht. Warte mal. Ja, wir könnten natürlich trotzdem das hier nochmal nehmen, hier mit dem Einfrieren. Ja, aber nee, probieren wir es jetzt erstmal mit der Illusionsmagie. Wenn wir feststellen, wir kommen bei der Bärin damit nicht weiter, dann probieren wir es nochmal mit dem anderen Dingens hier. Was ist das hier? 11% Dieb. Das ist ja eher nix. Warte mal, wo sagt die Spur? Wo geht's hin? Dahin. 8%, 42% Schläger. Nee, ist mir leider nicht gut genug. Tut mir leid. Jo, gib mal dein Papier her. Da haben wir ihm doch glatt die Papiere geklaut. So. Ja, aber wo führt mich das jetzt hin? Ah, ich glaube, ich muss da durch das Camp durch. Oder zumindest am Rand vorbei. Okay, die Pflanze hat auf jeden Fall Bock. Servus, Pflanze. Ignoriere mich einfach, ich gehöre nicht dazu. Ah, okay, hier geht's weiter. Ja, doch, ich glaube, hier waren wir schon mal. Hier war das Bärenterritorium, wenn ich mich richtig entsinne. Irgendwo in der Nähe. So. Pass auf. Nochmal kurz ein paar Steine mitnehmen. Beziehungsweise ein paar Edelsteine. Gut. Schauen wir mal. Wir sollten leicht überlegen sein, definitiv. Oder zumindest auf derselben, auf einer ähnlichen Stufe. Okay, hier ist die Höhle. Richtig? Richtig. Höhlentrüte. Bärenhöhle ist hier. Okay. Bärenhöhle ist hier. Kodia, die wilde Bärin. Schreckpilz. Ich bin gespannt, was du drauf hast. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, ich halte sie besser wirklich auf Distanz. Au! Okay, sie ist sehr, sehr schwerfällig. Was? Wait, wait, what? Die kann andere Bären herbeirufen? Wie fies ist das denn? Okay, okay, aber sie ist vergleichsweise langsam. Sie ist vergleichsweise langsam. Das ist nicht schlecht. Au. Wow, 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 wow.
Ja, aber der Speer macht guten Damage. Ja, also sie ist schon heftig. Au. Mein Gott, Mädchen, hör doch. Also manches Mal denke ich mir schon, sie stellt sich aber auch sehr, sehr doof an. Oh. Au. Scheiße. Nicht gut. Ja, fuck. Das war absolut nix. Nee, aber okay, jetzt weiß ich Bescheid. Nee, ich muss das anders machen. Ich weiß auch wie. Ich muss wirklich den Konterzauber muss ich benutzen. Entweder das oder... Also entweder ich benutze den Konterzauber oder ich benutze... Ich glaube, der Frostblitz ist fast noch besser. Doch. Ich muss die Gegner versuchen, auf Distanz zu halten. Das ist das Beste. Weil das gerade eben... wir haben sie gut runtergekriegt. Also gerade der Speer macht ordentlichen Schaden. Aber das ist halt... Also... Puh. Warte mal. Wie weit ist denn das? Ah, es ist eh nicht so weit. Okay. Das können wir noch in den Part eventuell reinkriegen. Aber das ist zu schaffen. Das ist zu schaffen. Aber sie ist sehr schwerfällig, macht aber sehr viel Schaden, wenn sie einen mal trifft. Und das darf halt nicht passieren. Das darf nicht passieren. Ansonsten können wir der Katz. Ist das 3% Halunke? Das ist natürlich Müll. Sowas nehmen wir nicht. Aber Mann. Die teilt ordentlich aus. Aber das ist halt, du hast irgendwie gefühlt, bei den meisten Bossen brauchst du so eine Aufwärmrunde. Wo du einfach... überhaupt verstehen muss, was die für Angriffe können, wie du dich darauf einzustellen hast. Also ganz selten ist, glaube ich, bis jetzt bei Brutal bei mir der Fall gewesen, dass ich einen Boss sofort auf dem First Try geschafft habe. Gut, wie gesagt, ich bin jetzt da vielleicht auch nicht der Hardcore-Pro-Gamer, der jetzt total der Crack ist, was das alles angeht. Aber trotzdem, so irgendwie ist das schon... Der Schwierigkeitsgrad ist schon sehr, sehr knackig. Andererseits ist das ja die Herausforderung, nicht? So, wir nehmen wieder alles. Packen das hier mal so rein. Okay, und zweiter Versuch. Und dieses Mal werden wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Oh, das ist sehr, sehr gut. Das macht sie so unglaublich langsam. Das ist richtig, richtig gut. Oh, das ist richtig gut. Au. Alter, wie langsam die auf einmal dann dadurch werden. Das ist echt schon Wahnsinn. Komm. Eieieiei.
Okay, das. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Nix mehr weg, nix mehr weg. Aber ja, die Blutreserven sagen leise Servus. Oh, scheiße. Ah, okay, okay. Ich glaube, den nächsten Bär muss ich austrinken. Es hilft nichts. Au. Oh mein Gott. Ja, ja. Ja, komm, vergiss es. Vergiss es. Ich muss mal kurz abhauen. Das wird so nix. Nee, 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 nee. Da muss ich... Ich muss mir vorher nochmal was zum Trinken einverleiben. Das hilft so nix. Nee, schade, schade. Ich habe jetzt gehofft, ich krieg die direkt im zweiten Anlauf hin. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie lief das jetzt gerade noch beschissener als beim letzten Mal, hatte ich den Eindruck. Aber andererseits, vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich den Speer ersetzen. Ich weiß es, ich kann es halt schlecht einschätzen irgendwie. Aber jetzt gerade mal schauen, hier muss es ja noch irgendwas zum Jagen geben. From my veins, I rejuvenate. So. Ich will gerade nochmal kurz gucken hier. Gibt's denn das? Kann denn das sein, dass hier wieder keiner ist? Ist wieder alles wie ausgerottet hier. Ja, toll, 1% Krieger. Ist natürlich nix, aber zum Vollheilen reicht's. So, warte mal. My blood. Restore my body. Vielleicht sollte ich die Frost, diese Frostaura wirklich benutzen. Andererseits kann ich den Frostblitz so relativ schön oft spammen. Das ist halt sehr angenehm, wisst ihr? Mag das eigentlich schon. 27%iger Wolf, 7%iger Wolf. So. So, servus. Ignoriert mich einfach, ich bin gar nicht da. Und sie haben sofort vergessen, wer ihren Kumpel gefressen hat. Oder? Haben sie? Keine Ahnung. Sie laufen auf jeden Fall rum wie aufgescheuchte Hühner. Gut, 27 Kreatur ist natürlich nicht geil, aber ich meine, es ist besser, als wenn wir dann am Schaden draufgehen, weil wir kein Blut mehr haben. Ach, Mann, 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 Mann. Ich probiere es jetzt aber trotzdem nochmal mit dem Frostschauer. Ich muss bloß schauen, dass ich aus der Reichweite bleibe. Ganz ehrlich, das schon... Boah, die tut schon ziemlich weh. Die Bärin ist schon ein heftiger Brocken. Ich meine, wenn ich es in dem Part nicht mehr schaffen sollte jetzt... Also einen Versuch gönne ich mir jetzt noch. Wenn ich es da nicht schaffen sollte, dann machen wir es im nächsten Part. Aber es wäre halt ganz nice, weil dann könnte ich diese Ecke der Karte auch für abgeschlossen erklären. Aber gut, schauen wir mal. Also nochmal. Servus, Stufe 38er. Alter. Was ist denn aber auch heute irgendwie? Also, es will nicht so recht, habe ich den Eindruck. Ja, okay, heilen kann ich in diesen Zeitabständen. Ja, jetzt so, jetzt sind wir zumindest wieder full heal. So, sehr schön langsam. Au. Wow, 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 wow. Chill, chill, chill. Wow.
Au. Sag mal, ich bin aber auch bescheuert, oder? Sag mal. Ja, komm, Alter, wie blöd bin ich denn? Lauf doch weg, verdammte Scheiße! Bleib außer Reichweite, das ist fucking ungesund. Au! Warum zum Fick macht die so viel Schaden? Scheiße, au. Ja, aber so kann man sie relativ gut austanzen. Au. Wow, wow. Oi, aber es geht noch. Alter Falter! Ah, Scheiße. Ach Gott, ist das dumm. Ach, Mann, Mann, Mann. Wir haben sie so gut runtergekriegt. Ach, so eine Scheiße. Ja, das war natürlich nix. Ach, Dreck. Nee, gut, okay. Hilft nix. Das müssen wir dann im nächsten Part erledigen. Das müssen wir im nächsten Part erledigen, aber die Frage ist nur, wie. Die Frage ist echt, wie, weil... Ich weiß nicht, ich habe doch eigentlich den Eindruck, dass der Frostblitz ganz gut funktioniert, aber er ist halt zu wenig defensiv, glaube ich. Er ist zu wenig defensiv. Ich bräuchte eigentlich noch was anderes. Aber wisst ihr was, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Die muss leider jetzt erstmal warten. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir uns unser Equip wiederholen und dann schauen, dass wir hier die Bären da mal wegkriegen. Das kann ja nicht wahr sein. Also das ist also ganz schön gefährlich, aber gut. Auch hier wieder durchaus schaffbar. Man muss halt nur wissen, wie man diesen ganzen Angriffsmustern irgendwie entkommt. Und manches Mal habe ich den Eindruck, das ist ein bisschen sehr, sehr schwierig. Aber gut, auch das kriegen wir hin. Wir haben ja bis jetzt alle anderen auch hingekriegt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Servus und ciao.